Ich weiß nicht, ob ich jetzt, muss ich gerade mal gucken, gehe ich jetzt gleich jetzt auf Angriff oder auf Gesundheit? Ich würde sagen, 12 Gesundheit und beim nächsten gehe ich auf Leben. Nee, der ist zu schlapp. Welches Level seid ihr? 6. Ja, gut. Weil ihr solltet am besten auch schon dann halt die auf eurem Stufe, beziehungsweise dann halt wenn schon höhere angreifen. Wenn ihr dann halt in der Gruppe seid, könnt ihr halt dann euch auch an den größeren Versuchen. Frage halt, ob ihr es schafft, aber wenn man es halt so macht wie Fabian und ich, dann sollte das eigentlich auch kein Problem für euch darstellen, weil wir unterstützen uns halt gegenseitig die ganze Zeit. Und ja, ich weiß, es ist jetzt so die beste Klasse, sage ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich für ein Let's Play, weil ich dann halt die meiste Zeit dann einfach eher irgendwo hinten stehe und dann halt erstmal so schön, ja, die alle versuche irgendwie aus der Ferne so ein bisschen wegzuhauen. Aber ich hau die lieber aus der Ferne weg und unterstütze meine Kollegen, als dann halt stumpf mit reinzurennen und dann abzukratzen. Weil wenn ich die schaffe und mein Kollege steht dann gerade in dem Moment wieder auf zum Beispiel, kriegt er ja die Punkte auch. Und die greifen ihn automatisch wieder an, weil wir in der Gruppe sind. Das ist halt das Blöde. Muss jeder wissen. Also ich kämpfe halt gerne so. Manche tun das vielleicht nicht. Aber das ist dann auch deren Sache. Jeder kämpft, wie er kämpft. Und wenn ich halt kämpfe, wie ich kämpfe, kämpfe ich, wie ich kämpfe. Okay, die Logik dahinter ist jetzt irgendwie nicht gerade da. Aber naja, macht ja nichts. Ich freue mich schon, wenn wir endlich zu den Trollen können. Ich glaube, ab Level 16 weiß ich gar nicht, auf welchem Level man zu den Trollen kann. Weil da kann man nämlich gut farmen. Ich glaube, nee, war das die Farmwiese, wo ich hin wollte? Ich weiß es gar nicht mehr. Zack, und nochmal einen Trank. Okay, was habe ich eigentlich gerade eben gekriegt? Ja, hier. Stimmt, für Schamane. Okay. Ja, ich mag die Musik sehr gerne, also manche, na toll, den brauche ich eigentlich gar nicht anpassen, egal. Manche Musiktracks sind eher so ein bisschen Depri, aber ich mag die Musik an sich eigentlich recht gerne. So, jetzt habe ich wieder ein Horn gekriegt. Ne, die will ich nicht angreifen wegen den Level 9ern, wegen den Level 9er Wölfen, weil die sind mir schon so ein kleines bisschen zu stark, das gebe ich echt zu. Aber die hier gehen noch. Weil ich muss nämlich unbedingt hier Level 15 werden, dann kann ich nämlich den nächsten Bogen nutzen. Ich werde auf jeden Fall auch gleich nochmal meinen Bogen abben. Wird auf jeden Fall dann auf jeden Fall funktionieren, weil er kann ja auch fehlschlagen und dann ist deine Waffe weg. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass dann das klappen wird. Ich kann nicht sagen warum, aber ich bin einfach mal sehr zuversichtlich. So, wie viel brauche ich jetzt eigentlich noch? So, hier sieht man halt, wie viel ich habe, wie viel ich noch brauche, aber das ist insgesamt, nicht für die nächste Kugel hier unten. So, sondern halt insgesamt, wie viel ich noch brauche. Oh fuck, ich sollte auch gleich mal hin. So, von denen kriege ich jetzt natürlich nicht so viel, weil ich nicht geguckt habe, welches Level die sind, aber welches Level bist du? Komm mal hier, Level 19, ja wow. Dann bringt es auch volle Kanne hier, dass du gebasht und so. Egal. Aber was ich theoretisch machen könnte, ist Bogen. Dich anvisieren. Fähigkeit aktivieren. Und Angriff. Lol, ich hab gesagt, du sollst die. Oh Gott, jetzt echt. Kann ich jetzt im. Ka Wechsel die Waffe, du bist so blöd, Alter. Jetzt renn, du schwuler Mongo, Alter. Siehst aus wie Robin Hood in schwul, ja, und kannst nix. Meine Fresse, so dumm muss ein Mensch erstmal sein. So, Angriff. Alter, meine Fresse. So, jetzt bin ich auch drauf, dann kann ich auch gleich wieder zurückgehen. So, geh drauf. Dann kann ich wieder zurück zur Stadt. So, stirb endlich. Dann kann ich nämlich endlich auch mal meine. Warte mal, habe ich die schon gehabt? Ja, ne? Okay, du bist plus 1, du bist plus 0. Gut, dann werde ich die einmal appen und dich einmal appen. Ich hoffe, das kommt vom Yang hin. Sonst muss ich meine zwei Yang nochmal von meinem anderen Charakter nochmal rüberholen.
Aber das geht ja auch erst wieder, wenn Fabi da ist, ne? Ich frage mich eigentlich, wo der ist. Weil ich weiß jetzt nicht, ob seine Eltern jetzt irgendwie gerade da sind und gesagt haben, ey du, weil es ist 20 Uhr, du gehst jetzt pennen, haben einfach im Internet ausgestellt. Aber das Internet kann ja nicht komplett aus sein, weil ich ja ihn eben gerade noch auf Skype halt eine Nachricht gesendet habe. Und das, warte mal, da hinten liegt einfach was. So, Leute, die halt irgendwas nicht brauchen, die lassen halt die Sachen einfach mal hier liegen und dann kannst du die einfach mal aufheben. Auch wenn sie nichts bringen, du kannst sie theoretisch auch einfach mal verkaufen. Ja, jetzt öffnen wir mal mit dem Inventar, ne? Alles klar für Schamane. Ausrüstbar, Wirklichkeit geht drauf. Toll, das ist alles für den Schamane. Kann ich das eigentlich jetzt gleich hier verkaufen kommen? Ja, Laden öffnen. Boah. Ablehnen. So, verkaufen dich, ja, dich, ja, dich, ja, ich kann ihn noch gebrauchen, dich, dich auf jeden Fall, dich, nice, ja, und dich behalte ich, alles klar, kaufen. So, ich habe jetzt 4, kann ich mir davon jetzt, nee, das kostet 6. Wie viel kostest du? 3000. Dann will ich mir davon einfach gerade noch so viele wie möglich einfach einmal ganz kurz kaufen. Ich weiß, es ist an sich richtig. Achso, nee. Zack, schließen. Recht dumm, aber dann habe ich wenigstens genug bei mir. Und wenn ich in einem Fight bin, kann ich die dann wenigstens nutzen. So, jetzt habe ich 121 und das wird, glaube ich, mal für den Anfang reichen. Dann sollte ich mir, glaube ich, auch noch einmal. Komm mal her. Ah, gut. Noch ein paar von dir kaufen. Ich bin nicht lang, wie viel kostet dir denn? Au. Oh. Ich könnte mir gerade eine kaufen. Ne, 5. Ah, die sind scheinbar ein bisschen teuer. Welches Level? 6. Ah, okay, hat schon Buff auf sich. Verdammt. Jetzt werde ich wahrscheinlich meine Waffe auch nicht mehr upen können, weil das erste Upen kostet, glaube ich, 600. Wenn ich mich nicht irre. Jo. 600 kann ich nicht irgendwas noch verkaufen. Das kann ich später noch für Dings gebrauchen. Ha. Egal. Ich habe auf jeden Fall das, was ich wollte. Und das kann ich dann ja kurz weiter nutzen. So, dann werde ich einmal kurz zum Waffenhändler gehen und gucken, ob der genau die gleichen. Oh Gott. Genau das gleiche hat wie der, den ich hier kaufen kann. Laden öffnen. So, das ist der hier. 2670. 2670, ja. Auf jeden Fall, der 15 ist auch der, den wir hier kriegen können. Und das ist, glaube ich, der letzte Bogen ab 36, den man so finden kann. Also hier kaufen kann. Pfeil habe ich noch genug, ne? Ja, davon haben wir noch genug. Die Klingen hier. Das sind doch die, die ich auch habe, ne? 1214. 1214, jo. Alles klar. Wieso habe ich mir die hier eigentlich nicht gekauft? Egal, ich werde dann jetzt erstmal wieder hier die Klingen ausrüsten und go go. Ja, die Aufgaben ab 5 braucht ihr nicht machen. Ich habe die auch gemacht und habe mich da abgequält, weil ich dachte, ich krieg dann irgendwie noch ein Ausrüstungsstück, keine Ahnung, irgendwie Schuhe oder sowas, was ich halt noch nicht gekriegt habe. Die Scheiße ist. Schuhe hätte ich mir noch holen können. Ja. Egal, was es halt einfach nur so ist, du kriegst danach nichts mehr. Total dumm gemacht, finde ich, aber. Was willst du machen? So, und jetzt, da ich alleine spiele, werde ich jetzt einmal Auto-Attack ausschalten. Weil ich jetzt halt einmal auf die schießen will und will dann halt danach wechseln zu den Klingen. Und wenn Auto-Attack ist, wird da die ganze Zeit auf ihn drauf schießen. Die ganze Zeit. Das ist, kann ich jetzt hier mal austesten, Leute. Aber ja, ausrüsten. Auf dich einmal den Schuss machen. So, dann macht er den Schuss. Dann kann ich jetzt wechseln, genau. Zack, jetzt angreifen und dann kann ich wieder auf Auto-Attack wechseln und dann. Na, ich bleib einfach bei den Klingen jetzt die ganze Zeit und netze den Bogen dann halt erstmal bei Fabi. So, auf jeden Fall. Ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie ich das also immer handle, wenn ich denn. Oh, schon aufstieg. Wenn ich dann halt jetzt hier
nicht dabei bin. Eigentlich wollte ich jetzt ja in Leben gehen, aber ich glaube, Leben habe ich jetzt immer noch genug. Da gehe ich lieber auf Strength. Auf Stärke. Wow. Irgendwie droppt jetzt ein bisschen mehr als normalerweise. Also bei mir zumindest. Aber den kann ich eigentlich wegschmeißen. Level 5, weil den habe ich glaube ich selber im Moment. Egal. Ich brauche jetzt stärkere Gegner. Oh, das ist so scheiße, wenn Fabi nicht dabei ist. Weil ich will halt auch stärkere Gegner bashen. Deswegen machen wir das auch zu zweit, dass wir den halt einfach mal, dass ich aus der von hinteren Position einfach schön Damage spielen kann, von hinten reinschießen kann. Fabi ist halt ja eher so der Tank, der DD und Tank halt. Deswegen geht er halt immer rein, macht den ersten Schlag mit seinem Magie. Habt ihr ja schon gesehen. Magie rein, zack, alle gehen auf ihn und ich mache dann meine Magie mit rein und dann haben wir die gekillt und teilen uns dann einfach mal schön die Erfahrung. Das können wir halt auch bei stärkeren Gegnern machen. Das ist halt nur, ja, dann immer ein bisschen blöde. So, hier Level 6er, schön angreifen. Ja gut, ich wollte gerade sagen, Auto-Attack habe ich jetzt wieder angestellt. Wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn ich jetzt kein Auto-Attack mehr hätte. Alter, wie viel Yang im Moment gerade droppt, das ist voll Wahnsinn. Da habe ich mir noch nichts per Drachenmünzen oder so gekauft. Ich wollte mir überlegen, ob ich mir per Drachenmünzen einfach mal hier dieses Collector-Item hole, dass er halt dann alles automatisch dann immer mit aufsammelt. Weil mir geht das im Moment gerade ein klitzekleines bisschen auf den Keks. Ich muss hier mal gucken, ob ich nicht irgendwie Klingen-Skills habe, weil ich weiß auf jeden Fall, am Anfang hatte ich Klingen- und Bogen-Skills. Nur ich weiß jetzt nicht, wo jetzt die Klingen-Skills hin sind, ob die da immer noch irgendwie sind. Hier. Ja, Bogen. Aber ich will jetzt eigentlich nicht zu den Bogen-Skills, sondern hier die Klingen-Skills. Ah, wahrscheinlich musste ich mich am Anfang entscheiden, Bogen oder. Das könnte sein. Das ist jetzt scheiße. Ich wollte ja sowieso Bogen nehmen. Das ist jetzt ja nicht das Thema, aber. Ja, stimmt, ich muss ja noch lernen. Was habe ich denn sonst noch? Ja, die Attacken. Was anderes habe ich nicht. Das ist jetzt echt schade, weil ich hätte schon gerne jetzt auch mal ein paar für meine Klingen gehabt, weil ich nutze jetzt ja auch im Moment die Klingen. So. Den werde ich auf jeden Fall weiter ausbauen, den Megaschuss. Den will ich da auf jeden Fall darüber kriegen, dass ich dann halt den schon mal auf richtig hoch habe, aufs Großmeister. Wobei die zwei Schüsse hintereinander sind auch nicht gerade sehr, sehr schlecht, sage ich einfach mal. Aber ja, ich weiß einfach nicht, ob ich das jetzt wirklich, ob ich die jetzt wirklich dafür nutzen soll oder nicht. Mich kotzt das gerade so ein kleines bisschen mit den Klingen an, dass man nicht irgendwie so zwei Skilltrees hat, in die man dann reingehen kann. Wenn doch, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich würde nämlich auch gerne mal in etwas anderes gehen. Das wäre sehr nett. Falls überhaupt noch jemand zuguckt, weil Fabi nicht da ist. Ja, bei Fabi läuft es ebenfalls. Ich will nur, würde nur gerne dann mal wissen, was denn bei ihm los ist. Weil er ist jetzt ja auch nicht da, wie man ja unschwer erkennen konnte. Oh Gott, stimmt, das waren ja die Level 9er. Ich bin gleich tot. Toll, pull ruhig die nächsten. Ich hab da kein Problem mit. Ich finde meine Dolche, die sehen eigentlich richtig geil aus. So. Sollte jetzt auch mal wieder respawnen. Oh fuck, nicht so nah, nicht so nah, nicht so nah, nicht so nah, nicht so nah. Oh, Level 16, den greife ich jetzt gleich an. Ich klar. Aber damit das alles ein bisschen schneller geht, nutze ich jetzt einmal ganz kurz den Bogen. Level 9, Level 6, alles klar. Und go.
Ja, ich glaube, so geht es ein kleines bisschen schneller. Und wenn ich dann erstmal den stärkeren Bogen habe, geht das noch viel mehr ab. As you wish, Master Carrier. Ah. Ach du Scheiße, irgendwie fühle ich mich gerade so ein kleines bisschen am Arsch. So war das Wort, was ich. Das war das Wort, nach dem ich suchte. Am Arsch. Nein! Flächendamage, wie ich ihn hasse! Oh, das ist es halt, wenn man nicht mit Fabi zusammenspielt, dann sollte man doch eher die Klingen nutzen. Boah, diese Musik, diese beruhigende, wunderbare Musik, ey, sie geht mir nicht aus dem Kopf. So, ich hoffe, jetzt kommen keine irgendwie Levels 6er oder so an. Ja, Level 6er meine ich ja. Die sind ja noch okay. Ich meine eigentlich die 9er. Bei denen habe ich jetzt immer noch echt starke Probleme im Moment. Und da ich halt auch nicht so auf... Nein, geh vom Alpha Wolf weg. Du... Stirb. Achso, okay, er ist schon tot. So, jetzt bin ich aber irgendwie auf volle Kanüle eingeschränkt. Also mit dem, was ich mache, meine ich. Weil, ich kann jetzt richtig entscheiden, was ich machen möchte. Weil ich jetzt halt nur hier die langsam so ein bisschen bashen kann. Okay, ich kriege hier immer noch Stufen auf Stiege nach dem einen, also einen nach dem anderen. Aber dennoch, die da werde ich jetzt erstmal für eine längere Zeit nicht angreifen können. Aber egal. Wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben. Das Schöne ist nur, ihr werdet es nicht glauben, aber für eine Stunde nehme ich 130 GB. Das ist so übelst viel einfach nur. Deswegen, wenn es denn auf einmal anfängt so mega zu ruckeln, heißt es, mein Speicher ist nur noch bei 20 GB, weil die Scheiße ist. Meine externe Festplatte ist noch bei Lauren, also Thunderflash. Da ich umgezogen bin, kann es mir jetzt auch noch nicht geben. Und ich habe vergessen, ihm meine Daten zu geben, wo ich gerade noch wohne. Deswegen habe ich die noch nicht wieder, aber sobald ich die dann halt auch wieder habe, werde ich dann auf jeden Fall längere Sessions machen können. Ach ja, aber ich mag die eigentlich. So, mit den Auto-Attack und so geht das eigentlich auch voll klar. Weil ich hasse normalerweise die Schnellen, wenn man halt kein Auto-Attack hat, weil dann verfehlt man halt recht schnell. Wisst ihr? Und das ist normalerweise das Doofe, was ich eigentlich mal hasse an Auto-Attacks. Aber hier haben die das eigentlich recht gut gelöst. Und gut, dass ich mir noch ein paar Dings geholt hatte hier. Paar Flaschen. Weil die sind jetzt echt gerade nützlich. Zack, und ihr seid 6. Ne, ihr seid 10er. Könnte ich euch versuchen? Ich glaube ja, komm. Ne, warte mal. Einmal ganz kurz. Wechsel. Bogen, einfach nur, dass man dann halt ein bisschen gut Damage reingepackt hat. So, genug Zeit habe ich ja immer noch. Nein, ich hab doch gesagt, du sollst auf den... Bist du blöd? Alter, guck, und sowas hasse ich zum Beispiel einfach nur. Hasse ich wie die Pest, deswegen werde ich jetzt auch keinen Trank nutzen. Ich hätte sie vielleicht auch noch beide vielleicht schlagen können, aber das war mir sowas von scheißegal. Weil sowas hasse ich sowas von übelst. Oh, theoretisch könnte ich jetzt das Schwert nutzen. Gib mir Yang. Boah! Ich sag, gib mir Yang und du attackst die, Alter. Noch blöder geht's nicht, Alter. Ich sag nur Robin Hood und schwul, ey. Meine Güte. Ihr seid der Vierer, mal gucken. Ja, nein. Greife ich die erstmal so an. Ah, geil, ein Bogen plus 1 und es ist ein vielleicht besserer als den ich jetzt gerade habe. Er ist 1537. Nee, er ist schlechter. Und das im Weiten. Dann kann ich den auch noch gebrauchen. Na. So.
So, werde ich jetzt erstmal das Schwert nutzen, weil das macht halt am Anfang recht viel Damage auf Zeit. Ich mag das Schwert auch eigentlich lieber als ja, die Dolch. Allerdings finde ich, Dolche sehen einfach geiler aus. Aber die kann man auch nicht so richtig, oh, lol, geil Drop, kann man auch nicht so richtig miteinander vergleichen, finde ich, weil die Scheiße ist halt einfach, Dolche sind schnell. Das heißt, sie machen halt ja wenig Schaden, dafür halt allerdings schneller. Deswegen, das ist das Blöde. Ich weiß ja nicht, was besser ist. Viel Damage per langsame Schläge oder halt wenig Damage per schnellere Schläge. Aber ich glaube jetzt im Moment, so wie es aussieht, auf jeden Fall erstmal das Schwert. Weil damit haue ich, wie gesagt, hier gerade schon ein bisschen mehr rein. Ja, werde ich die auch nochmal angreifen. So, Fabi wird mich wahrscheinlich jetzt, wird mich wahrscheinlich jetzt auch noch töten, aber ich will erstmal von den schönen hungrigen Alpha-Grauwolfen weg. Fabi wird mich wahrscheinlich töten, weil ich jetzt halt gerade spiele, während er nicht da ist, aber das ist mir gerade relativ. Weil ich brauche Parts für. Fuck. Ich habe nur Parts bis, ich glaube, Dienstag. Und dann brauche ich wieder welche. Und Fabi kann halt immer nur am Wochenende. Das heißt, ich muss jetzt halt, ja, ohne ihn aufnehmen. Das tut mir jetzt zwar irgendwie auch so ein kleines bisschen leid, aber, ja, ich kann es halt nicht ändern. Dann macht er 105, dann machst du. Ja, okay, nochmal in dich rein. Fuck, ich hätte jetzt auch mal den austesten können. Ich weiß, es ist vielleicht doof, in mehrere reinzuskinnen, aber ich kann dann halt auch mehrere gleichzeitig hintereinander nutzen, weil die halt auch noch eine Abklingzeit haben. Deswegen finde ich das eigentlich auch immer recht schlau. So, jetzt erstmal auf die. Weil es ist, Metin ist an sich eigentlich nur Gebäsche. Aber ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich es. Die Quests sind jetzt hier in Metin jetzt nicht gerade so die hellsten, aber es macht dennoch Spaß. Ich kann auch mal ganz kurz den